Ja, hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zur heutigen Demo. Heute spielen wir die Demo zu Die Dieben, ein kleines Stealth-Game. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Und damit herzlich willkommen zur heutigen Demo, ne? Was gespielt wird, habe ich ja gerade eben schon gesagt. Wir spielen heute mal ein kleines Stealth-Game. Und zwar Die Dieben. Mein Ziel ist es, zu flüchten. Und das mache ich, indem ich hier drauf rumtippe. Die Dinger kann ich noch optional mitnehmen, diese Schatztruhen. Auf dem Weg. Also, das ist meine Nebenquest. Der Charakter, der da rumläuft, das bin ich. Ich meine, das kann man nur so von der Hochansicht betrachten. Das war jetzt noch ein leichtes Level. Vom Trailer habe ich nämlich gesehen, das kann noch viel schwerer werden. Weil jetzt seht ihr, jetzt haben wir Gegner. Und dieses Ding darf uns nicht sehen. So, die eine Truhe brauche ich noch. So, jetzt kann ich in das Portal da rein. Tschüss. War schneller. Ja, ein recht simples Spiel, ne? Wie mache ich Kisten kaputt? Ach, jetzt reagiert er auf Geräusche, oder wie? Wie mache ich das denn? Wie bewege ich die Kiste? Ohne dass der mich umbringt. Verdammt, ich wurde gesehen. Aber es ist gestorben. Nehmen wir mal. Das ginge wahrscheinlich auch besser, aber ich habe nicht vor, hier den Perfektionisten abzuliefern. Mit den Münzen könnte man sich bei der Vollversion wahrscheinlich Skins kaufen. Ihr seht, das wird immer schwerer und schwerer. Also wenn man jetzt auf Perfektionist geht. So, jetzt will das dahin. Ich mache jetzt extra einen großen Umweg, damit er mich nicht sieht. Ciao, man sieht sich. Das liegt wieder perfekt. Ja, und so verbringen wir jetzt das Spiel über. Auf jeden Fall zuerst die Kiste. Die kann ich mir auch schnell schnappen. Er geht auf ein Geräusch hier hinten. Tut er. Und zwar zu einem recht dummen Zeitpunkt. Restart. So, jetzt dahin. Da erstmal bleiben. Und erst dann darüber wandern. Genau, wenn er sich bewegt. Und geschafft. Hat jetzt 3 Versuche gebraucht. Oh, das Vieh ist, glaube ich, aggressiver. Das kann fliegen. Also an die Kiste komme ich safe ran. Den muss ich wahrscheinlich dazu bewegen, irgendwo hinzustachen. Ich warte mal, bis der hier an die Wand kommt. Okay, ich habe es herausgefordert. Es rennt. Aber ich bin besser. Ich glaube, zurzeit gibt es so 17 Level. Kann ich die Kisten auf es drauf fallen lassen?
Wir werden es niemals herausfinden. Es hat mich bemerkt, aber ich konnte offenbar entkommen. Wie gesagt, ich gehe jetzt nicht bedingt auf den Perfektionisten. Oh, an die Kiste da in der Mitte dran zu kommen, das wird ätzend. Ich kann da hochklettern. Ich kann die umbringen. Okay, das merke ich mir, dass ich die umbringen kann. Bleib da unten. Boah, du sollst die Kiste schieben, du dumme Pute. Also ich kann mich auch wehren, gewisserweise. Okay, der fliegt, glaube ich, im Kreis. Ja, jetzt fliegt er auf jeden Fall im Kreis. Habe ich ihn irgendwie umgebracht? Nein. Hi, bye. Ich bin weg. Ah, der kann mich verlieren. Er geht jetzt, ich bin drin. Ich nehme auch C, mir ist egal, was für eine Wertung ich kriege. So. Wie ist der Flatterich? Haben Sie vielleicht Interesse daran, hier drüben mal nach dem Rechten zu sehen? Vielen Dank. Ach, der kann über die Mauer hinweg gucken. Das würde ich auch gern können. So, Zimmer 11. Wir haben das Spiel fast tatsächlich sogar schon durch. Okay, jetzt haben wir eine Spinne da. Die können wir aber bestimmt gut austricksen. Warum bleibt das blöde Vieh stehen? Warum rennt es jetzt so rum? Lauf, 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 lauf. Bitte dreh dich nicht zu mir. Okay. Ich muss jetzt irgendwie da hinkommen. Komm, ganz schnell. Hat geklappt. Zimmer 12. Habe ich es umgebracht? Ich glaube, ich habe es umgebracht. Ich wollte es eigentlich versuchen, mit einer Kiste zu erschlagen. Aber ist ja jetzt auch egal, ne? Da steht schon die ganze Zeit Speisekarte. Ich frage mich die ganze Zeit, was das soll. Natürlich sieht es mich sofort. Stirb! Wie habe ich den gerade eben umgebracht? Habe ich es wirklich aus Versehen mit der Kiste erwischt? Wahrscheinlich muss ich es hier hinlocken. Ich verstehe manchmal die Kistendynamik nicht. Ey du, hast du nicht Bock hier hinzukommen? Danke.
Das hätte man noch leichter regeln können. Also mit den Kisten kann man stets umbringen. Ich bin nicht wehrlos. Kann ich dasselbe auch mit dem Vasen? Damit kann ich die anlocken. Dann haben die kein Interesse mehr. Okay. Aber ganz ehrlich, ihr könnt mich mal begutachten, wie gut ich das mache. Ich habe keine bösen Worte verwendet, also muss ich jetzt nicht zensieren. Nicht die Vase umwerfen. Das ist, glaube ich, ein Eigentor. Obwohl, dann wären die hier unten. Verdammte Axt! Ich bin, glaube ich, so ein kleines bisschen schneller. Aber wirklich nur so ein kleines bisschen. Sie hatten mich halt trotzdem gekriegt. Ja, und das war offenbar schon die ganze Demo. 15 Level. Die habe ich jetzt gespielt. Ihr könnt sehen, ich habe mich unbedingt überall den Perfektionisten rausgeholt. Aber das ist ja auch nicht so weiter wichtig. Es geht ja darum, Fun zu haben. Wurde heute tatsächlich mal nicht ganz so lang. Also ich habe ja 2 Runden wahrscheinlich sogar rausgeschnitten. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, kennt ihr ja den Drill. Ein Abo dalassen, ein Like dalassen, vielleicht auch einen Kommentar, wenn ihr irgendwas mit dem Spiel anmerken wollt. Nicht beleidigen, weil ich nicht Perfektionist mache, weil das ist mir relativ egal bei sowas. Wenn es euch gefallen hat, einfach Abo dalassen. Wir sehen uns wieder.